In diesen Knochen steckt Magie. Das muss Gulbeik sein. Können wir den mitnehmen? Vielleicht finden wir ja die anderen. Der Geist lügt dich an, Junge. Ist das so? Ich habe viele Geister gekannt. Sie alle sind Lügner. Der hier ist anders. Ich weiß es. Du weißt zu wenig. Von links! Dein Junge braucht Hilfe! Zu glauben, dass ein Geist sein Wort hält, ist dumm, Junge. Aber wenn eine Chance besteht, willst du Mutter nicht wiedersehen? Natürlich will... Sie ist fort, Atreus. Das musst du akzeptieren. Tue ich. Aber sie wiederzusehen, nur noch einmal. Warum glaubst du ihm? Du weißt nicht, wer er ist oder mal war. Das alles verheißt Übles. Er will jemanden wiedersehen, den er geliebt hat. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich glaube nicht, dass das etwas Übles ist. Hoffnung vernebelt deine Instinkte, Junge. Othvar, Freemund, Erik. Alles in Ordnung? Nein, Kind. Meine Waren sind unter Wasser. Meine Männer ertrunken. Und doch streifen ihre Körper weiter über den Strand. Heelläufer, sie suchen dieses Land heim. Ich war ihr Kapitän. Ihr Tod war meine Schuld. Aber diese Abscheulichkeiten besudeln ihr Andenken. Ich werde einen Weg finden, sie aus dieser Folter zu befreien.
Junge. Jawohl. Noch eine von diesen Karten. Gullwegs Knochen. Was wirst du ihr sagen? Gullweg? Deine Mutter. Was liegt dir auf dem Herzen? Ich glaube, ich will nur wissen, ob es ihr gut geht. Sie ist tot, Junge. Das weiß ich. Ich... Das verstehst du nicht. Du auch nicht. Atreus, komm her! Komm schon! Was würdest du, Mutter, sagen? Gar nichts. Gar nichts? Es gibt nichts mehr zu sagen. Was ist mit allem, was wir bisher getan haben? Der Mann, der bei unserem Haus war... Mit der Weltenschlange zu reden. Wir haben so unglaubliche Dinge erlebt. Ich will ihr einfach davon erzählen. Du nicht? Was würdest du ihr noch sagen? Dass es uns beiden gut geht. Dass sie sich nicht Sorgen braucht. Atreus, ich vermisse sie auch. Das weißt du. Ich dachte, ich wüsste so wenig. Letzte Knochen. Ja. Dann können wir sie auch dem Geist bringen. Vielleicht hält er sein Wort. Ich weiß, dass sie nicht wiederkommt, hörst du? Ich weiß das. Bloß... vergiss es. Bringen wir die Knochen zurück. Warum Gullwegs Knochen wohl überall verstreut sind? Vermutlich zur Entweihung. Verstreute Leichenteile sind eine Qual für die Seele. Du hast keine Hoffnung auf Valhall oder Helheim, wenn dein Körper in alle Winde verteilt ist. Warum fragen wir nicht den Geist? Er hat sicherlich jede Menge Antworten parat.
Was passierte mit ihr? Ich bin nicht ganz sicher, Kleiner. Sie wurde verlassen, lange bevor Jörmungandr kam und alles überflutete. Wie es wohl war, hier zu leben. Wir haben die letzten Überreste deiner Frau eingesammelt, Geist. Zeig uns diese versprochene Magie. Ah, meine süße Gulweg. Wieder ganz. Erhebe dich, teure Gulweg. Erwache, o mächtige Gulweg. Evni Ukarbithiast. Sie sagt, sie wird unsere Bitte erhören. Elfagna. Und uns wieder vereinen. Gesagt. Du bist ein naiver, dummer Junge. Das stimmt ebenfalls. Aber lass deine Enttäuschung nicht an mir aus, Junge. Zieh deine Lehre daraus. Ja, Vater.